Hey Leute, was geht ab? Flash Pornos hier und willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um dieses schöne Stück hier, meine Z1000. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes. Die schon mal ein Motorrad gekauft haben, die freuen sich am meisten darauf, den Auspuff zu ändern. Und das haben wir heute auch vor. Um welchen Auspuff es geht, will ich jetzt noch nicht verraten. Den haben wir dort. Liegt da schon bereit. An sich sieht die Serienanlage gar nicht so schlecht aus, finde ich. Schön kantig. Passt eigentlich zur Z ziemlich gut, weil sie auch ziemlich kantig ist. Das Problem ist allerdings, dass das Klangbild gefällt mir noch nicht. Deswegen müssen wir da ein bisschen nachhelfen und basteln. Leute, der Kollege ist jetzt da. Ich würde sagen, wir fangen bei der Seite an. Komm mal hier rüber. Und zwar, mach mal kurz die Kamera. Wir haben hier eine Schraube, die ist von der anderen Seite mit einer Mutter. Sieht man das? Da ist sie mit einer Mutter befestigt. Und dann müssen wir auf jeden Fall das von der anderen Seite mit dem Mausschlüssel festhalten, während wir vorne das abdrehen. Hier unten haben wir eine Schelle. Die müssen wir auch lockern. So, aber bevor wir das machen, müssen wir uns erstmal den neuen Auspuff überhaupt erstmal anschauen. Leider habe ich ihn schon aufgemacht. Ich konnte es mir nicht anders verkneifen. Der ist schon seit einer Woche zu Hause. Sieht richtig geil aus, also passt richtig gut zur Z. Du hast ihn auch schon gesehen, was sagst du? Sehr gut. Auf den Bildern sieht er gut aus, ne? Pervers aus. Guck mal, was du sagst, wenn du ihn jetzt live siehst. Ganz anders. Stimmt. So, da ist er. Und was sagst du? Sieht pervers aus. Das ist ein Bodis GPX2S. An sich sieht er richtig gut aus, glänzend tut er auch schön in der Sonne. Sieht man das? Mach mal da ein bisschen, in die Sonne. Ja, jetzt auf jeden Fall. Jetzt, ne? Ja. Richtig schön. Ist krank, ne? So. Hat natürlich eine E-Zulassung, wie man hier sieht. Dauert ein bisschen, bis der fokussiert, tut er, ne? Ja, ja. Alles klar. So. So. Bloß nicht fallen lassen. Ja, da haben wir sie. Und was sagst du? Ist schon. Auf jeden Fall nice. Schon geil, ne? Weißt du, an was mich das erinnert? An was? Jetzt kommt's. Pumpgun, Alter. So, müssen wir mal gucken. Der hier kommt auf jeden Fall auf die Seite. Das sieht man hier an der Halterung. Da wird er befestigt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich glaube, das lässt sich sogar schon, jawohl, lässt sich abziehen. Jawohl. Aber gut aussehen tut er eigentlich, ne? Ja, das schon, auf jeden Fall. Passt halt so. Der ist schön kantig, weißt du? Die Z ist auch schön kantig, dann passt das eigentlich gut rein, weißt du? Aber kantig und halt bullig halt, ne? So, ich würde sagen, legen wir jetzt erstmal hier drauf. So. So müsste das stimmen. Erstmal hier so ein bisschen, dass er nicht direkt runterfällt. So. Dann müssen wir natürlich die Schelle wieder zumachen. Unten ist er fest. Machen wir hinten schön wieder die Mutter festhalten. Und hier ist fest. Jawohl, das muss reichen.
Boah, jetzt muss ich mal gucken, Alter. Digga, guck mal von hier. Guck mal von hier. Schau dir das an. Zoom mal rein. Ganz anders, Mann. Jawohl. Ist geil geworden. Auf jeden Fall. Das ist echt geil. Jetzt so ein Bild, Alter. So, jetzt müssen wir die Seite noch machen. Für die Z800, da gab es eine Marke, Fresco heißt die. Die hat rechts und links eingemacht. Konnte man kaufen für, ich glaube, 600, 700 Euro oder so. Die war aber leise, ne? Es geht. Aber ich wollte erst die Project haben, weil der mir vom Sound besser gefallen hat. Okay. Von Qualität her, meinst du? Ich habe noch gar nicht gesagt, was hier der Bodis gekostet hat, ne? Nee. 1300 Euro, Alter. So. Die Schraube hier muss ab. Sollte reichen. Aber hier haben wir das Problem, dass der hier Seilzüge hat. Für? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Im Endschalldämpfer ist eine Klappe drin. Und diese Seilzüge sind hier mit so einem Servomotor verbunden. Und der sorgt dafür, dass die Klappe auf oder zu ist. Okay. Und bei dem Auspuff hier, beim Bodis, haben wir das nicht. Deswegen müssen wir die entfernen. Jetzt habe ich es. Oh. Die Abdeckung war so fest oder wie? Ja, Mann, die Schrauben waren so kacke fest. Ich hab ihn, glaube ich. Ich hab ihn. Ja. Jetzt. Jawohl, jetzt können wir die Scheiße auch abnehmen. So. Guck mal, wir haben hier diese Seilzüge, ne? Diese Dinger hier. Mhm. Und die müssen wir abbekommen. So, wir haben den Scheiß jetzt Gott sei Dank abbekommen hier. Der Trick war folgendes. Wir haben hier, da war hier so, ja, so war da drinne, hier in diesem Pimmelloch. Hält nur hier einmal rum und hier hat er halt die Spannung, ne? Genau, und da hat mein Kollege das so gemacht, dass wir den Pimmel hier hinten rausgezogen haben mit ein bisschen Kraft und dann lässt sich der hier so nach oben rausnehmen. Und das machen wir auf der anderen Seite genauso. Und jetzt haben wir den Scheiß hier abbekommen. Ah, hier. Ja. Die haben wir jetzt ab, die Klemme hier. Gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Ah, guck mal, hier geht's ganz einfach, weil wir den jetzt unten locker gemacht haben. Hier genau das gleiche Spiel wie unten. Nach hinten rausziehen. Jetzt funktioniert es natürlich wieder nicht. So, genau. Und raus den Pimmel. Füllen wir hier rein. Ah, kommen wir da ran. Jawohl. Jawohl, haben wir. Haben wir geschafft. Niklas, wo geht's hin? Garten irgendwo hier, Gartenlauf. Ach so, ja, geil. Dann kannst du ja gleich Soundcheck miterleben. Da kann ich noch Soundcheck, ja, geil. So, jetzt können wir die hier. Jetzt können wir die hier rausziehen. Jawohl, jetzt haben wir's. Der hat die Kabel nämlich da festgehalten. Und die brauchen wir ja eh nicht mehr. Jetzt lassen die sich hier rausziehen. Du hast eine ABE, ne, zu dem. Das ist eintragungsfrei. Genau, die sind eintragungsfrei, weil die haben ja eine E-Nummer und ich habe doch eine ABE. Okay. So, haben wir geschafft. Gott sei Dank, ey. So. Seilzüge sind draußen. Scheiße, brauchen wir nicht. Yeah, ich kann nicht. Ey, das sieht gut aus, Alter. Ah, zeig mal den jungen Mann. Hey. Fresh out the garden. So, der kommt hier wieder drauf. Ich würde sagen, bei der Halterung fangen wir wieder an. Fertig, Alter. Jetzt kommt die entscheidende Stunde, Mann. Ja, Alter, Junge, Junge, Junge. Also war doch ein bisschen mehr Arbeit, als ich dachte. Vor allem wegen diesen Seilzügen, ne? Habe ich ja noch nie gemacht, sowas. Hier ist der Stellmotor. Den kann man
Also wenn man den ausbaut, das würde ich nicht empfehlen, dann kriegt man eine Fehlermeldung, so wie ich das aus dem Internet herausgelesen habe. Deswegen sollte man ihn drin lassen. Allerdings gibt es dafür extra Module, um das zu simulieren. Genau, zu simulieren. Aber eigentlich brauche ich das nicht. Wenn's also solange keine Fehlermeldung oder so kommt. Ich meine, wir haben ja hier eh keine Auspuffklappe in dem Endschalldämpfer. Deswegen, ja. Der hat ja auch keinen Sensor oder sowas drin, oder einen Stecker sowas. Das waren ja eigentlich nur Seilzüge. Ja. Okay, dann würde ich sagen, ich räume ein bisschen auf und dann testen wir die Anlage, ja? Ja. So, wir sind fertig und ich muss sagen, Alter, das Ergebnis ist richtig krank geworden. Oder was sagst du? Das sieht auf jeden Fall pervers aus, Alter. Besser als ich erwartet habe, auf jeden Fall. Und was meinst du, Alter? Wie ist der Sound? Schwer zu sagen, ne? Schwer zu sagen. Das Ding ist, die wird nicht lauter als meine alte werden. Also optisch sieht auf jeden optisch Fall brutal aus. Tausendmal geiler. Tausendmal geiler. Warte mal, ich ruf mal. Niklas! Du musst rüberkommen. Du musst live dabei sein. Anne, willst du anmachen? Ist egal, Mann, wie du willst. Okay, Anne, gib ihm. Klingt gut, Digga. Eine Runde fahren oder was? Nein. DB-Killer raus. Oh. So ein schwarzer. Ja, genau. Da rauf. Bereit? Gib ihn.